Über 1000 Fans haben in Gerolstein die erfolgreichen Fahrer des Teams Gerolsteiner empfangen. Zum letzten Mal. Und die Teilnehmer der Tour de France verabschiedeten sich mit einem Spruchband. Viele der blauen Klatschhände reckten sich in den wolkenverhangenen Himmel, als die Radrennprofis kurz vor 5 Uhr auf der Bühne in Gerolstein erschienen. Mit dabei Bernhard Kohl und Stefan Schumacher. Beide Radrennprofis freuten sich über ihre persönlichen Erfolge. Kletterkönig Kohl war mit dem gepunkteten Bergtrikot in Paris über die Ziellinie auf Platz 3 gefahren. Ja, ist ein Traum. Also jeder Radsportler träumt davon, mit einem Trikot auf der Straße des Sieges einzufahren. Und ja, also, dass heuer geglückt ist, war eine richtige Ehre und ja, war richtig schön. Schumacher hingegen konnte sich während der Tour sogar zweimal das gelbe Trikot überstreifen. Ja, es ist natürlich ein Traum von jedem Radsportler. Der ist für mich in Erfüllung gegangen. Im ersten Moment ist es schwer, sowas zu realisieren. Es war nicht mein erster Erfolg, aber es war doch was ganz Besonderes. Das sei schon toll zu sehen, was für eine Radsportbegeisterung in Gerolstein herrsche, sagte Kohl, bevor er sich zum Autogrammschreiben hinsetzte. Über 1,5 Stunden nahmen sich die Profis Zeit, um wirklich jeden Autogrammwunsch der Fans zu erfüllen. Die finden es schade, dass sich Gerolsteiner zurückzieht. Ja, ich finde es natürlich schade, dass Gerolsteiner nicht mehr dabei ist. Vor allem, wo sie in diesem Jahr so tolle Erfolge eingefahren haben. Also schade. Ja, sehr schade, dass nach dem tollen Jahr jetzt leider auch vorbei ist. Gerolsteiner, ich denke, wir haben dieses Jahr ganz tolle Leistung gezeigt und haben gezeigt, dass unser Potenzial in dem Team steckt. Ich hoffe, dass es weitergeht. Wir werden die nächsten Jahre noch viel von Ihnen sehen, denke ich. Ich meine, ich bin Radsport-Fan schon seit Jahren und mit Gerolsteiner auch beides zusammen. Auf der anderen Seite, also nach dem Erfolg von diesem Jahr, sollte sich hier wahrscheinlich vielleicht doch nochmal überlegen, ob sich das noch lohnen würde, weiterzumachen. Wäre schon eine tolle Sache. Auch bei Gerolstein-Tourismusexperten Hans-Peter Böfken schwingt angesichts der Begeisterung ein bisschen Wehmut mit. Nun gehe eine langjährige Partnerschaft zu Ende. Wir sind ganz glücklich, dass wir diese Partnerschaft überhaupt haben durften. Wir haben ganz tolle Erlebnisse gehabt, war eine ganz tolle Zeit und ich persönlich finde es natürlich auch ein bisschen schade, dass wir heute zum letzten Mal unsere Jungs hier in Gerolstein empfangen. Doch Böfken ist überzeugt, auch ohne das Team bleibe Gerolstein eine Radsportregion. Es gibt ja noch andere, wie unser tolles Radwegenetz oder auch Veranstaltungen wie das Gerolstein Naturfest oder ein autofreien Erlebnistag, die wird es weitergeben. Das heißt, die Radsportregion Vulkaneifel, die gibt es weiter, auch ohne das Team Gerolstein.